Ich lebe ja den Tierschutz und ich finde, Tierschutz, es klingt jetzt verrückt, aber Tierschutz muss auch Spaß machen, auch wenn er so hart ist. Ja. Die Voska war leberkrank, nierenkrank, alles. Und die Werte haben sich so toll verbessert. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Da gibt es unzählige, tausende Hunde, tausende, die leiden. Hallo liebe Wikifährten, ich grüße euch ganz herzlich hier von der Sonneninsel Mallorca. Ich bin mal wieder in Sachen Tierschutz unterwegs und heute schaue ich mir ein Projekt an, was hier im Südosten der Insel ist. Und da besuche ich eine Tierschützerin, die Jenny Burgholdt. Und die ja, beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Galgos und mit der katastrophalen Situation dieser Hunde auf dieser Insel. Mein Team war vorab schon mal hier vor ein paar Wochen und hat schon mal ein paar Informationen eingeholt. Es ist schockierend, wie viele Menschen und vor allen Dingen die Jäger mit den Galgos hier auf der Insel umgehen. Und ich besuche heute Jenny und lerne sie heute persönlich kennen. Und ich bin schon ganz gespannt und ich nehme euch mit. Also, auf geht's! So, ich mache mal ein kleines Päuschen, bin ja auf dem Weg zur Jenny, die im Tierschutz sehr aktiv ist. Ich ja auch schon seit über 35 Jahren und ich war vor circa 12, 13 Jahren das erste Mal tatsächlich bewusst auf der Insel im Tierschutz. Vorher auch als Urlauber, aber ich habe damals wie heute auch leider immer wieder Kettenhunde gesehen und Hunde im Zwinger. Und auch Straßenhunde. Jetzt eben habe ich wieder zwei Hunde an Ketten gesehen. Das ist leider immer noch Alltag. Die Ketten müssen ja eine bestimmte Länge haben hier auf Mallorca. Aber die Sache ist ja die, wer kontrolliert es? Das ist wirklich echt für mich immer sehr, sehr erdrückend. Und ich brauche zwischendurch einfach immer Albernheiten, gute Laune, gute Energie, weil der Tierschutz, der frisst mich so ein Stückchen auf, der frisst mich emotional auf, wenn man das so lange macht. Und deshalb bewundere ich auch die Menschen, die es jeden Tag über Jahrzehnte immer machen, die gar nichts anderes machen. Und mich belastet es sehr und deshalb hole ich mir immer wieder neue Energien und hole mir immer wieder Hunde aus dem Tierschutz. Ohne geht's für mich gar nicht. Manche Leute sagen ja, ach ja, wir haben ja hier die Tierheime in Deutschland voll und warum holen wir immer wieder neue Hunde nach Deutschland? Ich finde, Tierschutz hat nichts damit zu tun, in welchem Land man ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit Geschöpfen zu helfen und sie zu retten, ist das egal, ob sie jetzt aus Ungarn, Rumänien, Ukraine, Spanien, Portugal, spielt doch keine Rolle. Jeder, der mit mir durch die Zwinger reingehen würde, der würde sagen, ist mir doch egal, wo wir den Hund oder das Pferd, die Katze jetzt rausholen. Hauptsache, wir retten dieses Tier aus dieser ausweglosen Situation. Also, Tierschutz hört für mich nicht an Grenzen auf oder in Europa, sondern Tierschutz ist weltweit und Tierschutz sollte jeder betreiben, weil Tierschutz ist Naturschutz und Naturschutz ist Menschenschutz. Ich fahre jetzt weiter zu Jenny. Ich bin schon ein klein bisschen aufgeregt. Sie hat ja einige Hunde da, vor allen Dingen Galgos. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie mir darüber berichtet, was sie schon alles hier erlebt hat. Und ich nehme euch mit. Und ihr unterstützt mich natürlich, oder? Du hast also ein Händchen für Pfötchen. Ein Händchen für Pfötchen ist ja auch cool, oder? Mhm. Quasi mit der Muttermilch mitbekommen. Ne? Sie lag neben mir an der Flasche und auf der anderen Seite neben mir lag mein erster Lachmaniose-Hund am Tropf und somit hat sie sofort ja hier einer am Tropf, da einer an der Flasche. Ja, super. Und supi. Du machst schon immer Tierschutz? Immer, nee, immer noch nicht, aber seit bestimmt den Verein habe ich 2010 gegründet und ein paar Jahre vorher natürlich schon, aber irgendwann musste ein Verein auch mal her, weil das war gar nicht anders mehr selber so möglich, alleine alles zu schaffen. Zu mir hat man immer gesagt, wenn du erstmal ein Kind hast, dann wird das mit den Hunden weniger.
Das genau das Gegenteil ist eingetroffen. Echt? Ja, ich war ja ein Leben lang selbstständig und habe immer viel gearbeitet und nur war ich mit Kind zu Hause. Wie gesagt, dann habe ich ja Zeit. Alleinerziehend? Ja. Ah, okay. Nach einem halben Jahr war ich direkt alleinerziehend. Ah. Und habe gedacht, naja gut, siehst du, jetzt bist du zu Hause mit Kind, habe das Büro nach Hause gebracht. Also ich habe damals schon Homeoffice gemacht und habe dann gesagt, ja, ist ja Zeit da, genug Notfälle gibt es. Und wurden mir dann immer auch eingeflogen, also Spanien. Aber wie lange, Spanien, wie lange lebst du jetzt hier? Ich bin viel hier. Ja. Also ich lebe auch noch in Deutschland. Ah, okay. Ganz wichtig zu sagen, habe ja auch meine Firma dort, ja, und ne, meinen Job. Den Teller, von dem wir noch essen müssen natürlich und hier ganz viele satt werden müssen. Aber wir sind jetzt hier an diesem Platz seit 4 Jahren. Ah, okay. Mhm. Und du machst, du bist jetzt, ich schätze mal, du bist 10? Genau. Ja, gut. 10? Ja. Und du bist schon immer mit Hunden zusammen, ne? Ja. Ich finde das faszinierend, weil das ist so, was ich gerade sofort gespürt habe, ist, du hast eine richtig gute Energie. Du bist so beseelt, so ruhig, so ausgeglichen. Das finde ich toll. Tierschutz beschäftigt mich ja schon seit über 35 Jahren. Und ich bin schon viel in Europa rumgekommen. Und heute bin ich hierher gekommen zur Jenny. Und die Jenny beschäftigt sich auf der Insel Mallorca mit den Galgos. Vorwiegend mit den Galgos. Und ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, welche Situation hier für diese Hunderasse herrscht. Und ich freue mich tierisch, dass ich heute hier bei Jenny Gast sein darf. Und sie hat ein paar wundervolle Hunde hier. Und schön, dass ich hier bin. Hallo Jenny. Hallo Andreas. Hi. Na, wie schön, geht's? Dass du da bist. Ja, gut. Gut? Gut. Gut. Wie ist die Situation? Wir haben jetzt August, Ende August. Wann geht hier eigentlich die Jagdsaison los im Herbst? Das startet alles im Oktober. Ja. Und also im Herbst. Das genaue Datum kann ich gar nicht so genau sagen, weil wir haben auch jetzt wieder immer mal Ballereien gehört. Also ich glaube, wo kein Kläger, kein Nichts, eigentlich darf man nur in der Jagdsaison und am Wochenende und an Festtagen jagen. Okay. Genau. Mhm. Und die Galgos werden ja vorrangig zur Jagd eingesetzt. Also ich weiß, dass sie im Frühjahr oder im Herbst zur Jagd eingesetzt werden und den Rest der Zeit ja in irgendwelchen Boxen, Zwingern, Verschlägen, Baracken gehalten werden. Genau. Ist das immer noch so? Ja, definitiv. Ja, wir haben viele, viele grausame Bilder gesehen, wo wir aufmerksam gemacht worden sind, wo wir uns auch die Zustände angeguckt haben. Sogar zarte Galgos hängen an der Kette mitunter. Das ist nach wie vor noch so. Die Situation hat sich sicherlich verbessert. Wir sehen auch genauso Menschen, die Galgos haben als Haustier und gehen, also auch Spanier jetzt, Einheimische, und gehen mit den Hunden spazieren. Du sagtest auch vorhin Mallorca. Ja, ich bin jetzt auf Mallorca mit den Galgos, aber das Galgo-Problem ist natürlich ein Riesenproblem auch auf dem Festland und auch auf den anderen Inseln von Spanien. Ja. Ja. Jetzt mache ich seit 35 Jahren Tierschutz und ich war jetzt vor kurzem 4 Wochen in Portugal, jetzt bin ich hier auf Mallorca, ich war in Italien und überall immer das gleiche Bild, dass viele Hunde noch an der Kette leben, dass viele Hunde immer noch eingesperrt werden. Es hat sich einiges verbessert, das finde ich gut, auch die jüngeren Generationen, die jetzt so nachkommen, die haben noch schon wieder eine andere Empathie auch für die Tiere entwickelt. Mhm. Aber was mir halt auffällt, ist, dass auf den Dörfern immer noch diese alten Traditionen auch gelebt werden und dass der Hund da so wenig wert ist. Wie erträgst du eigentlich all die Bilder, die du in deinem Leben bisher gesehen hast im Tierschutz? Das ist eine gute Frage. Weißt du? Eine schwierige Frage, doch. Also ich lache viel in meinem Leben, aber ich weine auch wirklich viel. Das kenne ich. Das liegt ganz nah und mein Bauch, da sieht man ja, mein Bauch ist Thema nur ansprechen. Ja. Da bin ich ganz nah am Wasser. Ich habe das auch. Ich habe das auch, weil ich bin auf der einen Seite bin ich dann super traurig und ich bin sehr albern. Ich bin gerne ein ganz alberner Mensch. Ich bin sehr gerne Kind. Sehr gerne Kind. Aber ich leide unter diesen Bildern und wenn ich irgendwo vorbeifahre und sehe, wo irgendein Hund an einer Meterkette hängt, dann versuche ich sofort was zu verändern und wenn ich dann wieder wegfahre, dann ist das für mich
kein Bild, was einfach nur kurz ist, sondern dieses Bild bleibt. Ganz genau. Das bleibt in meinem Herzen, das bleibt in meinem Kopf. Und ich bekomme diese Bilder ganz schwer wieder weg, von mir weg. Und das belastet mich schwer. Und dann muss ich mir wieder gute Laune machen. Ich muss wieder albern werden. Ich muss mich auch schon mal ablenken, um dann wieder Kraft zu bekommen, neue Wege zu gehen. Und ich mache tatsächlich auch Musik und schreibe Lieder über meine Emotionen und verarbeite das auch damit, ne? Und auch in meinen Büchern. Ja. Aber das kann ich nachvollziehen, dass man dass das Lachen und das Weinen sehr nah beieinander ist. Ne? Wenn ich eine Situation mal erzählen darf, da bin ich 30 geworden, also viele, viele Jahre her, also über 20 Jahre her, habe ich auch in Spanien meinen Geburtstag gefeiert mit zwei Freundinnen. Und bin dann aber auch joggen gegangen, war immer viel auch, das gleicht auch aus Sport. Ne? Ja, Und da habe ich in Andratsch, wo eben halt die Wahnsinnshäuser stehen und wirklich ja viel Deutsche, da ist ja der Düsseldorfer Hügel, der Kölner Hügel oder, da ist ein Hund gewesen, ich habe sowas bisher auch nicht wieder gesehen, der hatte einen Tumor gehabt hier unten, so groß, so groß. Und dann bin ich zu Freunden hin und habe gesagt, wir müssen den ins Auto, dass der zum Tierarzt kommt. Also nee, nee, das ist hier der Baustellenhund, das ist hier der Baustellenhund. Dann bin ich wieder zu ihm hoch und habe zu ihm geguckt. Und ja, der kriegte dann immer hier vom Schlauch irgendwo, wo Bauleute waren, Wasser und so. Und ich habe den so angeguckt und der hat mir nachgeguckt. Ich werde es nie vergessen. Ich bin dann den Berg wieder runtergegangen. Ich habe mich immer wieder umgedreht zu ihm. Und der blieb da stehen, hat mich so angeguckt, so intensiv angeguckt. Das ist so hängen geblieben und hat ganz viel mit mir gemacht, dass ich eben halt auch wirklich gesehen habe, wie Tiere den Kontakt aufnehmen. Und das war ein ganz klarer Hilferuf. Und wie gesagt, ich konnte nicht groß mehr viel helfen. Heute würde ich auch anders agieren, aber ich bin noch an dem gleichen oder am nächsten Tag zurück nach Deutschland geflogen. Und habe das aber vielen gesagt und da kam dann ein Spruch, ja soll ich den kurzen oder den langen Maybach nehmen, um den Hund zu holen und so Sachen, wo ich, weißt du das, da kann ich überhaupt auch nicht drauf. Und ja, das ist eben halt das, was viele sich nicht vorstellen können, dass der Tierschutz so notwendig auf Mallorca ist und dass er notwendig sein muss, ist umso trauriger. Ja. Viele sehen Mallorca eben halt als wirklich eine Urlaubsinsel, als eine Partyinsel an, können sich das Leid gar nicht vorstellen, dass das wirklich hier herrscht. Deshalb ist es so wichtig, dass es solche Menschen gibt wie dich, die eben dieses Thema immer wieder nach vorne bringen, die immer wieder die Geschichten aufdecken und die vor allen Dingen diese Hunde aus ihren Situationen auch retten. Und ja, manche Leute denken sich, ach ja, guck mal, da liegt ein Hund an der Kette und fahren weiter und gehen dann irgendwo in die Stadt und gehen lecker essen. Und dann war es das für die. Also die denken da nicht länger drüber nach. Mhm. Bei mir bleibt es für immer. Ja. Und ich, ich lebe ja den Tierschutz und ich finde Tierschutz, es klingt jetzt verrückt, aber Tierschutz muss auch Spaß machen, auch wenn er so hart ist, weil man es auch sonst auf Dauer gar nicht schafft. Ja. Und mit jedem Tierschützer, mit dem ich spreche, alle sagen mir, ich bin teilweise so fertig, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit, ich muss mich jetzt mal wieder sammeln, muss wieder gucken, dass ich neue Energien bekomme. Und das bleibt ja auch die ganze Zeit so. Ne? Ist ja nicht so, als ob das jetzt irgendwann mal, dass wir sagen, wenn, also in 5 Jahren sind wir durch. Genau. Und dann haben wir alles geschafft. Genau. Und dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Tierschutz zu machen, weil dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Kurzfristiges, mittelfristiges, langfristiges Ziel. Wird abgearbeitet. Genau. Genau. Das ist eben halt eine. Aber das kommt eben nicht, weil ich finde, die Bevölkerung immer vor Ort und auch die Regierung vor Ort ändern einfach zu wenig. Ich meine, wir können alle Hunde auch retten und wir können auch immer wieder Hunde nach Deutschland vermitteln, nach England, nach Holland, wo auch immer hin. Und den Hunden geht es dann besser. Aber es ist halt so, dass immer wieder neue Hunde nachkommen und dass die Regierung halt zuschaut, dass man tierquälerische Maßnahmen duldet. Mhm. Und das ist bezeichnend für mich, dass solche Länder, solche Kulturen
einfach sich teilweise auch, Entschuldigung, nicht weiterentwickeln. Weil ich meine, vor 40 Jahren Hunde an der Kette und jetzt 2022 immer noch, da muss man sich einfach mal die Frage stellen, was ist da in den Köpfen passiert? In Bezug auf nichts. Nichts, leider viel zu wenig, weil die Menschen haben mir zu wenig Empathie und die sehen den Hund nicht als Lebewesen da an der Kette, sondern als Gebrauchsgegenstand. Und das ist für mich eine Katastrophe, dass man dann auch noch als Regierung zuschaut und sagt, ja gut, da lebt er halt so, ne? Pech gehabt. So, er kriegt Futter, halt so. Er kriegt Wasser, alles genau, gut. Genau, das muss ja dann auch reichen. Ne? Wann bist du zum ersten Mal mit der Situation der Galgos konfrontiert worden? Weil ich glaube, Galgos ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Ich habe ein Lied über Galgos geschrieben, tatsächlich. Wow. Ja. Und wann bist du zum ersten Mal wirklich auf diese Rasse aufmerksam geworden und was fasziniert dich an den Galgos so sehr? Ja. Da habe ich den Tierschutz in Deutschland angefangen. Ursprünglich haben wir ganz viel uns für Polen engagiert und auf einmal kam Spanien und die ersten Hunde waren Galgos, also ja, mit am Anfang gleich. Und Maya und Tozzolino, die sind jetzt hier auch auf meinem Arm tätowiert sogar, nachdem sie uns verlassen haben oder verlassen mussten. Stopp, warte mal. Ich finde, wenn man, das ist aber so mein persönliches, vielleicht hast du das auch, ich finde immer, wenn man kurz Hunde erwähnt, die bei uns gelebt haben und die sind dann gegangen, dann stolper ich ungerne darüber weg. Sondern lass einfach mal kurz, weil du hast eine Tätowierung auf dem Arm von zwei Hunden. Die Hunde musst du so geliebt haben. Und ich will nur, dass du dieses Gefühl, wenn du anfängst, über sie zu sprechen, kurz wirken lässt. Für die beiden. Dass man nicht sagt, ja, die waren da und weiter, sondern naja, ich wusste, das sind deine Seelenhunde, ne? Das sind deine Seelenhunde, ne? Die sind aus Deutschland auch mit hierher. Die sind hierher gekommen. Die sind da hinten vergraben. Das soll Wahnsinn, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Die sind mitgekommen. Super, super. Und da, also Galgos sind die Hunde, mit denen du am meisten auch konfrontiert wirst, oder? Ne, das ist ein Zufall. Und nachher hieß es dann immer überall, Jenny mit Galgos. Galgos ist ja ihre Lieblingsrasse, melde ich da mal. Das ist, ich habe genauso auch alle anderen Schäfer hier, so ein Pastor Mallorquin, Schäferhunde, schwarze Hunde. Ja. Ich habe gar nichts Festes. Warum machst du Tierschutz? Warum? Was ist das für dich? Ist ja kein Beruf, ne? Nee, das stimmt. Das stimmt. Warum machst du Tierschutz? Ja, also ich habe ja immer ein sehr tolles Leben gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wurde nichts geschenkt, ich habe aber aus eigener Kraft, ich habe sehr viel Energie mitbekommen und bin dafür auch sehr, sehr dankbar und denke immer, wenn ich überschüssige Energie und Kraft habe, dann kann ich das auch abgeben an Schwächeres. Die einen engagieren sich dafür und ich habe gesagt, ich möchte den Tieren meine Stimme geben und unterstützend helfen. Super. Und so ist das ganz klein angefangen, dass ich irgendwann dann auch mal Internet hatte. Ich war auch nie so ein Mensch hier mit Computer und so. Das liegt natürlich alles viele Jahre zurück. Und es war auf dem Osterwochenende. Und meine Freundinnen sind alle Party machen gefahren nach Sylt. Und ich bin zu Hause gewesen und habe dann das erste Mal entsetzliche Videos gesehen über Tiermisshandlungen, wo Hunden das Fell abgerissen wird und ich weiß nicht was. Also ganz viele extreme Sachen, wo ich dachte, das darf alles nicht wahr sein. Und den Mensch auch überdacht habe, wo ich dachte, das kann ich bin ja auch ein Mensch. Wie ist das möglich, dass es so viel Leid gibt? Und habe dann dieses Wort Tierschutz mal richtig für mich zelebriert. Man sagt das immer so, ja, wenn man Tierschutz macht. Aber was ist Tierschutz? Tierschutz gibt es erst, seitdem es den Menschen gibt, sag ich mal. Das Tier war ja als erstes da. Und dann kam der Mensch, sag ich jetzt mal so. Ist so. Und ja, und die Tiere müssen vor den Menschen geschützt werden. Ja. Und darum gibt es einen Tierschutz, das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber das ist für mich, es ist für mich aber unbegreiflich. Ja. Was geht, wir sind ja fühlende Menschen auch, ne? So, tut dir weh und hin und her, das muss man sich auch vorstellen, dass es einem Tier auch weh tut. Oder die Augen von einem Hund gucken mich an, guckt aber auch jeden anderen so an. Wieso sieht der andere Mensch nicht
das Gleiche, was ich sehe und fühle. Ja. Das ist mir ein Rätsel. Ja, ja. Also aber ich kann das gut nachvollziehen, weil genau das ist es, dass wir die Tiere vor uns Menschen schützen müssen. Obwohl die Tiere als erstes auf diesem Planeten waren. Ich frage mich immer, woher nimmt sich der Mensch das Recht, mit den Mitgeschöpfen dieses Planeten so umzugehen? Und ich habe für mich immer festgestellt, dass Menschen, meine Mama hat früher mal zu mir gesagt, mein Papa auch, hüte dich vor Menschen, die keine Tiere ja. mögen. Mhm. Diesen Spruch habe ich mir gemerkt mhm. und der trifft auch ganz klar zu. Mhm. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass Menschen, die mit Hunden oder im Allgemeinen mit Tieren nicht gut umgehen und diese nicht respektieren und akzeptieren, die haben ein Problem mit der Selbstliebe. Sie haben mit sich einfach nicht den Weg zu ihrem wahren Gefühl gefunden. Und deshalb gehen sie mit den Tieren so um, aber sie gehen mit sich so um, lieblos. Sie gehen mit ihren Lebensgefährten lieblos um. Das ist alles sehr, sehr kalt. Viele Menschen habe ich als sehr kalt erlebt. Und solange der Mensch sich herausnimmt, mit Tieren so umzugehen, wird er irgendwann dafür auch die Quittung bekommen. Und wir bekommen letztendlich immer die Quittung. Ob wir mit den Tieren so umgehen, ob wir mit der Natur so umgehen. Auch wenn wir mit uns selber schlecht umgehen, bekommen wir die Quittung. Ne? Das ist immer so. Ob wir jetzt zu viel essen, zu dick werden, ob wir zu viel rauchen, ob wir zu viel Alkohol trinken, zu viel Drogen nehmen, ob wir zu viel arbeiten und zu viel auf eine Beziehung konzentrieren. Wir bekommen immer die Quittung, wenn wir nicht in der Balance sind. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass die Menschen mehr Selbstliebe entwickeln, damit sie dann wieder auch den Mitgeschöpfen und auch anderen Menschen wieder mehr Liebe geben können. Das ist ein Riesenthema. Deswegen ist der Markt auch voll mit, wir finden uns wieder im Yoga, in der Meditation und wir machen jetzt alle irgendwelche Retreats, wo wir uns auf Inseln treffen und in Atemübungen zu uns finden. Die Menschen rufen danach, nach Hause zu kommen. Sich selbst zu reflektieren. Sich selber zu reflektieren. Sie haben sich verlaufen. Sie haben sich schlichtweg einfach verlaufen. Und das spiegelt sich dann auch wieder im Umgang mit den Tieren wieder. Ich spreche nicht nur die Hunde- und Katzen-Thematik an, sondern ich sehe auch immer wieder, wie viele Kleintiere, Nagetiere, Vögel in Käfigen gehalten werden, wo ich einfach sage, das ist eine Selbstverständlichkeit für viele Leute, dass da ein Kanarienvogel in so einem Käfig sitzt und den ganzen Tag singt. Der singt nicht für den Menschen, der singt nach einem Partner, weil er sucht einen Partner. Ja. Und da gehen mir immer die Haare hoch und da werde ich so wütend, weil ich sage, hey, ihr lasst einen Vogel, der von der Schöpfung der Erde Flügel bekommen hat zum Fliegen, den lasst ihr für euch singen, weil er einen Partner sucht. Er sitzt sein Leben lang da und singt. Und das schicke ich mal nach draußen an alle Menschen, die vielleicht immer noch einen Vogel im Käfig haben. Leute, 2022, mal ein bisschen nachdenken. Flügel sind zum Fliegen da, so wie Beine zum Laufen da sind. Okay? Also, bitte Vögel raus aus den Käfigen. Übrigens die Kleintiere auch, Kaninchen, Hamster, all diese ganzen Tiere haben in Käfigen nichts verloren. Das ist aber nur mal so am Rande. Ich habe gerade noch gar nicht lange her eine Anfrage gehabt von einem Mann telefonisch. Kölner Dialekt. Er sucht nach einem Hund, ob wir einen Hund haben und so weiter und so weiter. Ja, aber er müsste auch Vögel mögen. Er hat nämlich einen Papagei in seinem Haus an der Kette, der ausschließlich nur bei ihm im Wohnzimmer an der Kette ist. Und das seit über 12 Jahren. Also wie meine Reaktion war, ist glaube ich klar, dass da natürlich kein weiteres Tier hinkommt. Und ich gesagt habe, ich werde mich darum kümmern, ob da alles beim Rechten ist. Ja. Ich hatte am Anfang tatsächlich gedacht, ich bin bei der versteckten Kamera, dass ich hier so einen Anruf bekomme, weil der hörte sich dann auch so an, so mit dem Dialekt und hin und her, um zu gucken, wie ich reagiere Weil ich habe erst gedacht, ich höre nicht richtig. Er hat es richtig gesagt, wie toll der da sitzt und an der und super und nein, das findet er klasse. Und wie, ich sage, warum ist er denn an der, ja, weil das mein Papagei ist. Ja. Ja, weil das, er das bestimmen kann, dass dieses Tier, wenn es Pech hat,
50, 60 Jahre alt wird und wenn es Glück hat, vielleicht an einer Krankheit nach einem Jahr stirbt. Genau. Das ist immer so meins. Also diese eingesperrten Tiere, das klingt vielleicht hart, aber der Papagei hat eher Glück, wenn er krank wird und stirbt, als dass er 50 Jahre im Käfig sitzt. Und das ist auch eine Anmaßung von Menschen. Das ist auch für mich Tierschutz, dafür zu sensibilisieren und zu sagen, was bildest du dir ein, einem Lebewesen mit Flügeln die Freiheit zu nehmen und ihn in den Käfig oder an eine Kette zu setzen. Jetzt noch mal kurz zurück zu den Galgos. Man hört die schlimmsten und die gruseligsten Storys darüber, was mit manchen Hunden nach der Jagdsaison passiert oder auch während der Pausen zwischen den Jagdsaison. Ich habe mal irgendwann von diesem Klavierspiel gehört. Mhm. Stimmt das? Ist das wahr? Kannst du mir da noch mal kurz was... Also ich habe das natürlich Gott sei Dank noch nie selber gesehen. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das ist auch viel Gran Canaria, Festland. Es ist ja so, dass die Galgos gezüchtet werden ausschließlich für die Jagd. Und es werden immer ganz, ganz viele gezüchtet, weil die sich nur die einzelnen rauspicken, besonders gut sind, weil es eben halt auch Meisterschaften gibt, sozusagen, also richtig Wettkämpfe, welcher Hund ist der schnellste. Das soll sogar vom Königreich auch sogar gefördert werden, sage ich jetzt mal mit vorgehaltener Hand. Das müsste ich noch mal näher recherchieren, aber es soll so sein, dass der Preis vom König sogar übergeben wird oder gesponsert wird. Ja, also das sogenannte Klavierspielen ist eine ganz klassische Entsorgung der Galgos. Was heißt, die werden in Bäume gehängt, aber nur so ein Stück über dem Boden, dass die immer noch versuchen, den Boden zu berühren. Und dann machen die Jäger nochmal untereinander die Wette, welcher hält am längsten durch. Also nochmal eine Wette auch zum Tod. Also zu Lebzeiten wird damit gespielt, Wetten gemacht, Wettkämpfe gemacht und sogar der Tod ist damit auch noch geweiht. Und habe neulich in einem Bericht gelesen, dass die ganz besonders lange hängen müssen und sich abstrampeln müssen in den Tod rein, die eben halt nicht so gute Ergebnisse in der Lebzeit erzielt haben. Also für mich ist das unfassbar. Was ist bei solchen Menschen los? Der Tierschutz hat sich jetzt ja gerade, das Tierschutzgesetz, so toll verbessert, optimiert für die Tiere. Es muss jetzt natürlich auch gelebt werden, aber es ist schon mal... Auf dem Weg. Es ist auf dem Weg. Aber die Galgos sind dann rausgenommen worden aus diesem Tierschutzgesetz. Weil sie Nutztiere sind. Weil sie unter Nutztiere laufen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber auch da scheint es hoffentlich bald auch Bewegung im Spiel zu sein. Die Jäger haben eben halt eine große Lobby. In Deutschland auch. Ja, grundsätzlich. Ja. Und sitzen wohl dann auch immer dort, wo solche Gesetze verabschiedet werden und haben dann wohl auch so Mitspracherecht oder ähnliches. Was glaubst du, wie könnte man oder was ist der Weg, um eine Veränderung zu erzielen? Ich glaube ja, wir müssen immer wieder in Kindergärten rein, wir müssen in Schulen rein, wir müssen in die Bevölkerung rein, wir müssen in die Dörfer, wir müssen vor Supermärkte, wir müssen auf Marktplätze, wir müssen die Leute immer wieder dafür sensibilisieren und wir müssen auch an die deutsche Politik, weil ich finde, durch die deutsche Politik wird dann auch noch mal thematisiert, was in bestimmten Ländern los ist, damit Leute, die aus Deutschland nach Spanien reisen, sich mal im Klaren darüber sind, was ist da eigentlich los? Also ich sitze da irgendwo auf meiner Finca oder ich sitze da irgendwo in meinem Hotel und das Meer, der Strand, alles ist total schön, ich esse Paella, aber irgendwie zwei Dörfer weiter werden die Tiere gequält. Und da finde ich, da muss man einfach die Bevölkerung dafür sensibilisieren, das mache ich auch immer wieder. Hey Leute, wenn ihr in Urlaub fahrt und seht irgendwo einen Hund an der Kette, dann ruft die Polizei an. Und wenn das jeder Tourist machen würde, der die Insel besucht oder der das Festland besucht, Portugal, Spanien, egal wo, dann wird die Bevölkerung irgendwann dafür sensibilisiert und auch die Politik macht dann irgendwas, weil ihnen bleibt der Tourismus weg. Und das ist für mich so dieser Weg, wo ich sage, in Deutschland demonstrieren, damit die deutsche Politik auch dafür sensibilisiert und auf der anderen Seite eben auch vor Ort immer wieder mit offenen Augen durch die Gegend laufen und fahren und sagen, ich habe da was gesehen und ich melde es. Ja.
Weil nichts tun ist für mich zugucken und nichts tun ist für mich Tierquälerei unterstützen. Weil ich kann nicht weggucken. Jetzt hast du ja einigen Hunden hier das Leben gerettet und schenkst ihnen ein wundervolles Dasein. Dafür bewundere ich dich nicht nur, sondern ich bedanke mich jetzt schon aus ganzem Herzen, weil das ist das, was solche Menschen wie dich auszeichnet. Also nicht nur sagen, ich spende irgendwie mal 10 Euro, finde ich auch super, aber so direkt an der Quelle so eine Veränderung herbeiführen. Ja. Ne? Und dann auch mit solchen Lebewesen zusammenzuleben. Und ich meine, man schenkt diesem Hund dann ein Leben oder diesen Hunden und sie bedanken sich dafür mit so viel Liebe und so viel Gefühl, so viel guter Energie. Und ich habe eben schon beim Reinkommen gemerkt, boah, hier sind so tolle Hunde und das ist dein Verdienst. Ja. Du hast sie gerettet. Ja. Sie wären nicht hier. Also hier sind auch ein paar ältere Hunde bei, das sehe ich schon. Die wären alle schon gestorben. Die wären verstorben. Hier sind hauptsächlich ausschließlich alte und oder kranke Hunde, ja, die in der Tat keine Zukunft mehr hatten. Die, ja, also bei mir, meine Hunde brauchen nicht das Klavierspielen lernen, Gott sei Dank. Und kommen aber eben halt auch aus, ja, aus Beschlagnahmungen, aus Pereiras. Gute Jäger sortieren sie ja aus und bringen sie zumindest in eine Pereira. Ja. Das ist natürlich schon mal ja, für so ein Galgo, das Sahnehäubchen hört sich schlimm an, aber das Sahnehäubchen haben sie dann letzten Endes hier, wenn sie denn zu mir kommen. Und ja, das wissen, glaube ich, nee, ich bin mir sicher. Die Hunde spüren die das. Spüren das die fühlen das. Aber weißt du, was ich auch... Wir sind eine riesen Familie. Wir ja, ich merke das. Ich merke das. Die kommen auch nie an eine Kette hier oder in einen Zwinger. Ja. Die leben frei. Das Projekt heißt ja hier auch Plan B, Be Free. Also wenn Plan A für die nicht aufgegangen ist in ihrem vorherigen Leben, haben wir Plan B, Be Free. Und ja, und wenn ich das noch sagen darf, viele fragen mich ja auch immer, wie kannst du das alles ertragen? Weil ich kenne ja die Geschichten, wo sie herkommen und was und 100.000 andere Geschichten auch. Aber ich sage dann immer, ja, okay, ich könnte jetzt auch sagen, ich kann das alles nicht ertragen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber weil ich ja weiß, dass das so ist, wäre es für mich viel, viel schwieriger, nichts zu tun, also wegzugucken. Das kann ich nicht. Mhm. Ne, viele sagen ja auch zu mir, ich finde das beachtlich, ich weiß, ich könnte das nicht. Mhm. Ja, aber ich könnte eben halt auch nichts tun. Ja. Nicht nichts tun. Super, ich bewundere dich, ich finde das so toll und ich habe ja jetzt hier ein paar Hunde schon gesehen. Ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen hier auf hündischen Kontakt gehen. Ja, können wir gerne wenn du machen. Lust hast, mich mal so ein bisschen hier durch deine wundervolle Welt zu führen. Ja, du hörst, es ist alles ganz ruhig. Ja. Es ist nicht immer so, aber oft, weil sie zufrieden sind. Aber jetzt ist es auch sehr warm. Ja. Die liegen jetzt alle und sind entspannt auf den kühlen Fliesen. Ich finde das Thema so spannend, auch das Thema mit den Galgos und das Thema rund um diese ganze Haltung dieser Hunde und auch im allgemeinen Tierschutz. Ganz spontan würde ich da gerne mit dir eine Podcast-Folge machen, weil das würde jetzt hier im YouTube-Video tatsächlich den Rahmen sprengen. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir darüber sprechen, auch übers Leben. Aber das werden wir dann in einer Podcast-Folge machen. Gut, wir schauen uns jetzt hier mal um. Mich würde noch interessieren, wie finanzierst du das? Ich meine, das sind alles Hunde, die du jetzt hier hast, die ihr Gnadenbrot bekommen. Ja, und aber auch Gnadenbrot muss man sich irgendwo verdienen, oder? Ich meine, irgendwie... Ja, das ist ja nicht nur das Gnadenbrot, das ist ja auch hauptsächlich tatsächlich Arztbesuche, Medikamente. Genau. Die kommen ja ganz abgerockt hier an. Ja. Viel krank. Ich habe sehr viele Leishmaniose-Hunde zum Beispiel, aber sie haben ja alle was mit dem Herz, mit der Hüfte, ganz klar. Und ja, das will alles bezahlt werden. Und wir sind, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein, die Jake Tierhilfe. Und leben oder finanzieren das Ganze auch von den Spenden. Ja, super, super. Ja. Also, merkt euch bitte, Jake Tierhilfe. Wir blenden jetzt hier unten nochmal für euch die Kontaktdaten ein, weil die Jenny und ihre Hunde brauchen immer viel Unterstützung. Danke euch. Was liegen denn da für zwei? Das sind Fosca und Lukas. Okay, wo kommen die? Oh, die sind ja toll. Ja, Fossi, Lukas, komm mal her. Ah. Ja, das sind tatsächlich Geschwister. Die wurden 6 Jahre lang in einer kleinen Kiste gehalten, bis sich Nachbarn da mal
ja, sich engagiert haben, dass sie aus der Kiste rauskamen. Der eine kam ins Tierheim dann, der andere kam in eine Familie. Die Voska war in einer Familie, Lukas war im Tierheim. Dann habe ich einen Anruf bekommen vom Tierarzt, dass er hier die Voska hat. Die soll eingeschläfert werden. Die hatte wirklich hinten alles offen. Die Augen, die Ohren, die Beine. Und die Besitzer fühlten sich nicht mehr in der Lage, diesem Tier gerecht zu werden und haben ihm gesagt, ja, ist krank, einschläfern. Und der Tierarzt wusste aber, dass ich mich mehr oder weniger auf Leishmaniosehunde spezialisiert habe, sage ich jetzt mal. Und bin dann hingefahren, habe die Voska abgeholt und dann habe ich einen Anruf bekommen. Ein paar Tage später, weißt du eigentlich, dass es dazu auch noch einen Bruder gibt. Und der war im Tierheim und dann bin ich dorthin, der ließ sich aber nicht anfassen. Dann bin ich tagelang erstmal hingefahren, habe mich da hingesetzt und habe ihn auch da schon im Tierheim Leishmaniose-Medikamente verabreicht, gespritzt, weil auch der sollte dort eingeschläfert werden. Und so ist die Geschichte. Und dann haben die sich nachher beide beim Tierarzt kennengelernt und sind mit mir im Kofferraum nach Hause. Und die haben sich gefreut, als sie sich gesehen haben. Die waren 2 Jahre getrennt und und jetzt sind sie hier schon 4 Jahre. Und guck sind, mal. Ja, und leben und sind gesund. Also ja, ganz toll. Die Voska war leberkrank, nierenkrank, alles. Und die Werte haben sich so toll verbessert. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Du machst Herzensarbeit, ne? Das ist Herzensarbeit. Ja. Das müsste dich eigentlich den ganzen Tag mit guter Energie füllen. Weil wenn ich das sehe, ich möchte mal ein bisschen näher gehen. Ja, gerne. Sind die toll, ne? Oh, wie süß. Aber guck mal, sie lieben immer noch ihre Kiste. Ja, ihre Kiste, ne? Verrückt, ne? Das ist wie eine Höhle. Das ist jetzt, aber sie wissen ja, sie können jederzeit raus. Ach, die sind so toll. Mhm. Ich liebe solche Hunde, die Chance bekommen, ein neues Leben zu führen, oder? Die wären nicht mehr am Leben. Die sollten eingeschläfert werden. Also auch hier rechts vom Tierheim, die waren auch dafür. Der hatte aus der Nase ganz viel Blut verloren. Und dass man ihn erlöst. Und ja, war zudem noch ein Angsthund, wurde dann auch im Seniorenzwinger von anderen gemobbt. Da habe ich dann auch darum gebeten, dass sie den Hund erstmal separieren. Und dadurch, dass er separat war, hatte ich auch einen Zugang dann nachher zu ihm. Er war quasi nicht mehr so auf der Flucht. Naja, es war viel Arbeit. Haben wir für ihn ein Gehege gebaut, das grüne Zimmer, das ist ganz unten. Ja. Da war er genau 2 Tage, dann ist er rausgeflutscht. Und lief hier mit dem Rudel mit, weil es ja hieß, er wird gemobbt und er hat Angst und muss alleine sich zurückgezogen, einen eigenen Raum für sich haben. Und ja, und dann, wie gesagt, kam die Voska doch dazu und ja, war alles schon ganz emotional, sehr, sehr emotional. Darf ich mich da mal hinsetzen auf die Kante? Natürlich. Ich möchte einfach mal so ein bisschen die Energie von den beiden mitbekommen. Da hinten liegt ja noch jemand. Ja, genau, das ist der Bonky. Hola. 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 Ja, ist sehr gut, mein Schatz. Ist sehr gut. Alles gut. Meine Wollmonster. Die kleinen Schwester. Wenn wir das alles mitbekommen würden, was passiert, sind ja nur die Geschichten, die wir sehen. Aber die Geschichten, die wir nicht sehen, da gibt es unzählige, tausende Hunde, tausende, die leiden.
Der Bonky hat 6 Jahre, ist als Welpe ins Tierheim gekommen. In Malaga, La Linea. Und hat sich immer selber, hat so immer gebellt und hat so quasi die Interessenten, die vom Zwinger standen, hat er quasi verbellt. Ja. Dabei ist es so ein Lieber und er wollte einfach nur von vielen Hunderten gesehen werden. Genau. Das ist so ein kleiner Scheißer, jetzt wird er langsam dement. Und ich möchte noch mal zu den Cachas hier was sagen. Ja. Das sind nur Cachas, da kommen Hunde rein, die Spezialfutter brauchen. Ja. Wie jetzt Fosca zum Beispiel mit Nierenfutter, dass damit wir die trennen ja, können. Ja, ja, ja. Ansonsten essen sie alle zusammen in Harmonie. Super. Tatsächlich, es gibt keine Reibereien. Super. Und er hat sich jetzt hingelegt, weil es ein schattiges Plätzchen ist. Ne? Mega. Also, er kann ja raus und rein, wie er möchte. Super. Aber... Ach, komm. Ja, aber ich, so bin ich. Ist toll. So bin ist ich. Toll, ja. So bin ich bin genauso. Weil ich habe alleine, wenn ich diese 2 alten Hunde sehe und dann weiß, dass du hast sie gerettet, sie wären nicht hier, sie wären tot. Ne? Mhm. Und dieses unendliche Leid, was sie auch vorher schon hatten, ne? In diesen kleinen Behausungen, das macht mich fertig. Sowas macht mich echt fertig. Und das ist hier um die Ecke gewesen. Das ist nicht, das sind nur 2. Das sind nur 2 Beispiele für Tausende. Wir sind ja jetzt hier in Cap de Pera, Cala Radiada. Und die beiden Hunde, ist ja ein ganz klassischer Urlaubsort auch, sind hier von hier aus nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt, Richtung Son Severa. Also es ist wirklich... Direkt vor der Haustür. Ja, ja, natürlich, da wo andere Urlaub machen. Ja. Ja, ihr Lieben, ihr seht, Tierschutz ist für mich immer so emotional und ich bin wieder so berührt und aber auch jetzt so glücklich, dass hier Hunde sind, die ein tolles Leben führen können. Und da ist noch jemand für verantwortlich, nicht nur die Jenny, sondern die Martha. Und das ist die Tochter von der Jenny und die Martha hat auch ein ganz, ganz besonderes Verhältnis zu Hunden. Und ich bin hier eben reingekommen und habe schon gespürt, wow, what a energy. Also Wahnsinn, sie ist 10 Jahre alt und die hat hier die Doggies und die ganze Situation ganz schön im Griff. Martha, ich finde es total toll, dich kennenzulernen und ich habe, ob du es glaubst oder nicht, richtig Respekt vor dir. Weißt du warum? Warum? Weil du so jung bist und schon so eine Gabe hast, mit Tieren, mit Hunden zu sein und das berührt mich sehr und ich gehe jetzt mal ein Stückchen runter, weil ich gucke jetzt so von oben auf dich drauf. Da ich dich aber so bewundere, würde ich lieber mal gerne hier unten sein, weil ich finde das so toll. Du stehst als Vorbild für ganz, ganz viele Kids, die auch für den Tierschutz sensibilisiert werden müssen, weil ihr seid die Zukunft und das ist für mich so wundervoll, dass du hier so ein Projekt mit der Mama zusammen machst. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ne? Du kannst auch den ganzen Tag irgendwie cool durch die Gegend laufen, aber was machst du? Du kümmerst dich mit Mama zusammen um hilfsbedürftige Tiere und Hunde und ich finde das echt super. Ich beide Daumen hoch für dich. Was macht das mit dir, mit so vielen Hunden zusammen zu sein? Also mittlerweile ist ja mein Leben und ich genieße es auch und ja, ich will auch nicht anders leben. Aber das berührt dich auch emotional. Ich habe gerade auch schon geweint, weil mich macht das immer so traurig auch, dass die Menschen so mit den Tieren umgehen. Jetzt muss ich schon wieder weinen. Ich darf auch schon wieder weinen, weil jetzt sehe ich auch, dass du Tränen lässt. Wir müssen wieder ein bisschen mehr zurück zum Gefühl. Ne? Wir sind alle so schnell unterwegs und hier und da und dann machen wir da noch schnell und da noch schnell. Und wenn ich dann sehe, dass hier, wie heißt sie? Lady. Dass die Lady hier neben dir steht und bekommt die Liebe von dir. Ach, das berührt mich. Ohne Ende. Ich finde das so schön. Ich finde das so toll. Ich möchte den Moment einfach mal gerade so ein bisschen genießen. Das ist ein tolles Bild. Ich bin mächtig stolz auf dich. Echt super. Du machst das so cool. Du bist, weißt du, was du bist? Du bist groß. Du bist richtig groß. Du könntest den ganzen Tag irgendwas anderes machen, aber du kümmerst dich hier um Hunde und Hunde, denen es nicht gut gegangen ist im Leben. Und du bist richtig groß, ey. Ich ziehe wirklich den Hut vor dir. Ich finde das ganz, ganz toll. Du hast aber auch eine gute Energie, ne? Die Hunde spüren das auch. Hast also keine Angst vor Hunden?
Wie gesagt, ich lag als Baby schon neben dem Hund, der war am Tropf. Der war sozusagen am Sterben, Lenny. Genau, Lenny. Und ja, für mich ist es so normal. Das ist normal, ne? Genau. Oder? Ja. Du wirkst echt so, so tough, so cool. Ich finde das so faszinierend. Also hier sitzt wieder die Generation, die nächste Generation der Tierschützer. Hier, du stehst für Tierschutz. Ich finde das echt Hammer und ich möchte haben, dass das alle da draußen wissen, dass es auch eben so geht. Dass man nicht nur als Erwachsener Tierschutz machen kann, sondern eben auch schon, wenn man jung ist. Und du bist, wie gesagt, für mich nicht klein, du bist eine ganz große. Habe ich eben sofort gemerkt, als ich reingekommen bin. Ich habe totalen Respekt, wirklich. Weil du machst das jeden Tag hier. Jeden und jeden und jeden Tag mit der Mama zusammen. Und du unterstützt die Mama und die Mama unterstützt dich in dem, was er hier macht. Ich finde es so toll. Ja, sie verzichtet natürlich auch auf ganz viel, auf typisch kindliche Sachen. Ja. Aber wenn ich mit ihr spreche, wir haben Ferien, wollen wir Hundesitter mal für einen Tag und wir fahren mal hier und da hin, will sie alles gar nicht. Ich biete das ja an. Wir haben jetzt mal 2 Tage was gemacht, aber sie will nicht an den Strand, sie will nicht dies, sie will nicht das. Sie möchte hier bei den Tieren sein. Ne? Sie fühlt sich hier zu Hause am wohlsten. Man bekommt durch die Hunde so eine tolle Energie, oder? Das merkst du auch, oder? Ja. Und ich meine, gerade Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt einen Welpen aus der Zucht oder so hat. Ne? Nichts gegen Welpen, aber... Ich finde, die schwere Geschichte hinter sich haben, die sind doch so dankbar. Die geben auch was ab. Oder die geben was ab. Sie brauchen am Anfang Hilfe und dann danach geben sie Liebe ab. Ja, das ist super, dass du das auch schon so siehst. Ah, du berührst mich total. Und Welpe? Haben wir gerade gehabt? Ja, die bringen hier für die Alten eine junge Freude rein. Nein. Das ist auch mal gut. Ja, super. Ach, meine Güte, was machst du denn hier mit mir? Was macht ihr denn hier mit mir? Das ist so toll, ich bin so berührt. Ich wollte sagen, wir haben eine aus der Beschlagnahmung eine Hündin gehabt. Und die war so dünn, dass man gar nicht gesehen hat, dass die trächtig war. Und dann ist die hier rumgelaufen und hat sich Marthas Zimmer ausgesucht und hat dort ihre Welpen bekommen. Bei dir im Zimmer? Das ist noch nicht lange her. Das war im Februar. Und da waren wir bei der Geburt dabei. Das war natürlich auch nochmal was. Ne? Ja, die Mama ist jetzt kastriert und die Welpen haben ein tolles Zuhause gefunden. Einen haben wir hier noch, den Elvis. Elvis. Oh. Mhm. Man nannte ihn auch Ohr. Man nannte ihn auch Ohr. Der hat so Fledermaus. Ah, okay. Ja, liebe Weggefährten, wie ihr seht, bin ich sehr berührt und sehr beseelt auch. Und brauche immer wieder zwischendurch ein paar Momente, um mich wieder zu sammeln. Aber ich finde, Emotionen sollte man nicht sammeln, sondern Emotionen sollte man leben. Und das ist jetzt hier der Fall für mich. Also ich habe auf jeden Fall 2 neue Freundinnen gefunden, nämlich die Jenny und die Martha. Und die sind mit richtig guter Energie beseelt und geben diese dann an die Hunde weiter und bekommen sie auch wieder zurück. Ich durfte das jetzt hier erleben, ihr auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn ihr mehr von Jennys Arbeit sehen wollt, wenn ihr mehr Emotionen sehen wollt, dann sagt doch einfach Bescheid. Und ich hebe beide Daumen hoch für die Martha. Meine Güte, was für eine Energie. Super. Also. Ihr seid dabei und wenn ihr Bock drauf habt, dass ich hier schon mal häufiger hinkomme, dann kommentiert es da unten einfach. Danke.